Hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution. Wer es vielleicht noch nicht gemerkt hat, ich befinde mich hier gerade wirklich genau an derselben Stelle wie auch im letzten Part. Das liegt daran, dass ich das Deck bis jetzt immer noch nicht fertig gemacht habe. Das wird entweder morgen, also beim nächsten Part, oder allerspätestens beim übernächsten Part passieren. Das habe ich bis jetzt nicht hingekriegt. Aber ist gar nicht so schlimm, denn wir können jetzt immer irgendwen herausfordern, um nochmal ein paar Punkte zu bekommen, um dann noch einmal die Fusionskarte zu bekommen. Oder vielleicht sogar zweimal. Wer bist du? Ach, den kenne ich doch. Was? Du willst ein Duell mit mir? Gut, du werden sehen, Ziehmeister. Has luck. Gut zu wissen. Gibt es auch Aslax hier in der Welt? Of Warcraft. Nicht ganz. Ja! Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Und. Oh, okay. Zweiter. Seelenräuber. Okay. Passt ja schon mal zum Namen, ne? Matt Damon. Oh, nee. Das ging ja schnell. Okay. Ich beginne meinen Zug mit... Mann, schnell... Darf ich ja gar nicht sagen. Sonst hört er das. Okay, du bist dran. Oh, cool. Wie nett von dir. Gleich setze bestimmt Final. Alter, was macht der denn? Was hat der für ein... Oh nein! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Mann. Warte mal, ist das Mikro wieder richtig hin, so. Scheiße, meine armen Karten. Egal. Einmal pro Spielzug kannst du 500 Life Points zahlen, um einen Kartennamen zu nennen. Nimm die oberste Karte deines Decks auf, wenn es... Ach so, okay. Krass, Mann. Der opfert voll viele Lebenspunkte und gibt mir voll viele Lebenspunkte. Ja, wenn er will. Finde ich gut. Was nehmen wir? Natürlich die Axt. Dann nehmen wir die Axt. Ja, geil. Spielen wir die verdeckt? Ich gehe erstmal auf Nummer sicher. Ich könnte ihn jetzt angreifen, aber was bringt mir das groß? Ich hätte natürlich auch mein Vieh opfern können, aber das wollte ich nicht riskieren. Alter, was hat der denn da für Karten? Ziehen, ziehen, ziehen. Der holt gleich bestimmt das heftigste Monster auf der ganzen Welt aufs Feld. Oh, Schrumpfen. Okay. Ich flippe. Und hol mir den Stahlkäfig zurück, den ich wahrscheinlich niemals gebrauchen werde. Cool. Und dann nehme ich den. Und opfer meine Knechtin. Geil. So, verstärke ich den noch ein bisschen. Einfach, weil ich es kann. Und der da sowieso einen Krug liegen hat. So wie ich ihn kenne. So wie ich ihn kennengelernt habe immer. So. Du bist dran. Ja, Zug beendet. Der hat nur noch 22 Karten. Was? Er hat den Zug... Hä? Okay. Oh, hi. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, was da gerade liegt. Aber ich scheiße jetzt einfach mal drauf. Ich könnte ihn auch noch verstärken, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Angriff. Und... Ziehe eine Karte vom Detlol. Rawful Copter. Direkter Angriff. Ja, los, verreck. Ha! Sehr schön. Zwei super starke Monster auf dem Feld. Nein, Alter, heftig. Er muss fünf Karten ablegen und
kann alle meine Sachen zerstören. Ich hätte Wabuko noch machen können. Scheiße. Dabei egal, er kann sowieso nichts machen. Komm, Monster. Nein! Fuck! Okay, den Käfig. Obwohl ich eigentlich heute drauf scheißen können, also... Ich hätte eventuell auch einfach... Okay, doch, er zieht ein Monster. Gut. Dann nicht. Ja. Mahavailo wäre cool. Oh nein, mein Schutzschild ist weg. Aber seins dafür auch. Der Zug beenden. Wie will der mich denn töten? Womit? Verringere die ATK und Def dieser Karte für jede in deiner Hand um 400 Punkte. Tja, hat keine in der Hand. Mach jetzt mal das. Verlierer Nummer 1000. Tja. Und... It's a trap. It's a trap. Da, das kann ich. Jemanden holen. Nehmen wir den. Warum ich den jetzt gewählt habe? Ganz einfach. Wir haben beide gerade nicht wirklich weit auf der Hand. Und er müsste dadurch dann nochmal 5 ziehen. Und eventuell, ein bisschen unwahrscheinlich, aber eventuell stirbt er dann an einem Decktod. Was ziemlich cool wäre. Mache ich aber jetzt gleich, wenn ich das hier alles ja, gemacht habe. Tja. Verstärkt. Tja. Vor allem, sein Monster wäre jetzt gleich super schwach geworden, wenn ich das gespielt hätte. 400 für jede Karte in seiner Hand. Richtig heftig. Zerstört ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Überspringe deine nächste Draw-Phase. Oh nein. Aua. Ja, okay. Spiele ich die noch. Und dann spiele ich den. Dann zieh einfach mal alles, was du willst. Dö, 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 dö. Er macht gar nichts. Okay. Und ich flippe. Oh. Ja, cool. Ist eigentlich doof, weil jetzt gleich kann er sozusagen seine Karten nutzen. Egal, ich setze ihn einfach mal verdeckt. Kann der nur schief gehen. Der hat bestimmt jetzt den schweren Sturm gezogen. Und töte mich jetzt ganz plötzlich. Beide Spieler schauen sich jeweils die Handkarten des anderen Spielers an. Wenn jeweils eine Karte aus der Hand des anderen Spielers, werfen diese auf den Friedhof ab und ziehen dann jeweils eine Karte. Nee. Kann er ruhig machen. Oh, nee. Was hat er da? Nicht gefährlich. Ist auch nicht gefährlich, oder? Hä? Hä? Also entweder die oder die andere. Ich pack mal die weg. Hä? Hat er die jetzt genommen? Ich denke mal, ne? So. Was mache ich jetzt? Ja, toll. Wenn er nicht angreift, kann ich auch nichts machen. Ma! Ich aktiviere das hier mal. Einfach nur, um das zu zerstören. Oh. Ach, die hat er dann gelegt. Ach so. Hä? Das passiert, wenn man sich den Effekt nicht richtig durchliest. Schön. So, und jetzt gleich sollte ein Shakes and Fidget Geräusch kommen. Nicht wundern. Nee. Ja, komm, dann mach, dann beende ich die Züge halt die ganze Zeit. Topf der Gier, Alter, ist der behindert? Oh, oh. Oh.
Oh, das könnte gefährlich werden, aber ich habe ja das hier. Und er kann einfach nicht angreifen. Schön, oder? Tja. Habe ich dich vorgefickt, du Arschloch. Oh, hi, das bringt mir richtig viel. Pass mal auf, wen hole ich mir wieder? Ja, komm, nimm ich den. Nein, ich hätte den Krug nehmen können. Scheiße, bin ich behindert. Na, egal. So, setzen. Ja, spiele ich passiv. Du stirbst an einem Decktod. Ja, okay. Er will es nicht anders. Ich kann doch gerne nochmal den hier spielen. Wenn du darauf stehst. Das wäre schon cool. Ziehe zwei Karten, ist der doof. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich greife den jetzt an, weil dann hat er verloren. Der hat da mit Sicherheit irgendein Monster liegen, was erst reagiert, wenn es geflippt wird. Warte mal, spiel das mal. Ja, komm, den noch. Dann flippe ich den. Ist eigentlich Schwachsinn, aber was soll's? Ja! Was war's? Zieh eine Karte von deinem Deck. Okay, ich höre auf damit. Ich zerstöre nichts mehr, jedenfalls jetzt noch nicht. Ich greife jetzt einfach an. Oh, fuck. Hä? Hat 0? Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Na! Das kann's doch nicht sein, immer. Ja, er hat geflippt und ziehe eine Karte. Ja, nice. Okay, er ist tot. Aber warte mal, Moment, er überspringt, glaube ich, gleich seine Phase. Er spielt was. LOL! Nice. Aua. Okay. Endphase. Cool. Guck mal. Ich greife dich noch ein. Ich mache dir hier Platz. Ich mache dir hier richtig platt. Ich weiß, Schwachsinn, aber vielleicht bringt mir das ja Bonuspunkte. Und deck tot. Nächster Spieler. Oh! Keine Karte zu ziehen. Hä? Es gibt hier keinen Decktod in dem Spiel. Was? Warte. Das teste ich nochmal eben. Interessiert mich jetzt einfach. Ah, jetzt. Okay. Ah ja, weil er seine Draw-Phase übersprungen hatte. Genau. Und deswegen aussetzen musste. Neuer Bonus. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wenn etwa in einem Part hier bewerten könntet, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Part. Tschüss.